10 Minuten Glockengeläut, zu genau der Uhrzeit, an dem vor einem Jahr Liban M. auf zwei junge Männer losgegangen sein soll. Auch ein Jahr nach der Bluttat schmerzen die seelischen Wunden der Hinterbliebenen. Mit Hilfe der Psychologen geht es jetzt mittlerweile, aber wie gesagt, wir haben auch gute und schlechte Tage. Es ist ein großer Verlust. Der Schmerz ist manchmal so groß, dass man gar nicht arbeiten kann oder überhaupt was machen kann. Dann schließt man sich zu Hause einfach ein und wartet, bis der Tag oder das vorbeizieht. Zur Gedenkandacht in die Christkönigkirche unweit des Tatortes kommen viele Trauernde. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck kondoliert den Familien. Die Gedenkandacht ging rund 30 Minuten und wurde von einem römisch-katholischen und von einem evangelischen Pfarrer abgehalten. Die Trauernden bekamen alle ein kleines Teelicht, was während der Andacht angezündet wurde. Die Hinterbliebenen waren sehr gefasst. Bei ihnen flossen eher die Tränen zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr, als die Glocken an das Geschehen erinnerten. Auf den Tag genau vor einem Jahr soll Liban M. auf die Handwerker Sascha K. und Jonas S. losgegangen sein. Beide Männer sterben aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Ein dritter Mann überlebt schwer verletzt. Der vermeintliche Täter wird festgenommen, angeklagt und freigesprochen. Weil er bei Begehung der Tat schuldunfähig war, ordnet die Kammer eine Unterbringung in der Psychiatrie an. Dabei handelt es sich um eine unbefristete Unterbringung in der Psychiatrie, die eben zeitlich kein Ende vorsieht. Es wird in regelmäßigen Abständen überprüft werden, ob der Angeklagte weiterhin für die Allgemeinheit gefährlich ist und gegebenenfalls entlassen werden kann. Doch Liban M. stimmt dem Urteil des Frankenthaler Landgerichts nicht zu. Er geht in Revision. Der Antrag ist vergangene Woche am Bundesgerichtshof eingegangen. Wann und wie es hier weitergeht, offen. Ich war natürlich zuerst total überrascht, wie ich das gehört habe. Aber so im Nachhinein, es kann ja auch sein, dass er lebenslänglich in der Geschlossenen bleiben muss. Ne? Also von daher gesehen ist es vielleicht auch die bessere Variante. Ne? Wie wenn er jetzt in der öffentliche Vollzug kommt und kommt dort nach 15 oder 18 Jahren raus. Ne? Strafen, die jedoch ohnehin den Schmerz der Hinterbliebenen nicht lindern können. Immerhin sind sie mit ihrer Trauer nicht alleine, auch nicht ein Jahr später.